Hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil des Büchsengusses. Wir haben schon relativ viel geschafft. Die Steinbüchsenmodelle haben ihre erste und zweite Lehmschicht. Die Stahlringe habe ich das letzte Mal auch schon gemacht. Heute kommt die dritte Lehmschicht drauf, die ersten Stahlringe kommen drauf und wenn alles gut geht, vielleicht sogar schon die vierte Schicht oben auf die Stahlringe. Das ist allerdings nicht sicher. Das kommt eben darauf an, wie gut der Ton trocknet. Ich zeige euch gleich die Kanone aus nächster Nähe, damit ihr seht, wie sehr oder wie wenig der Formlehm bisher gerissen ist. Natürlich lassen sich Risse nie ganz vermeiden, aber deswegen sind wir ja auch Gießer und lernen mit den Unzulänglichkeiten unseres Materials umzugehen. Da habe ich schon mal die 7 Ringe, die jetzt die Gussform verstärken werden. Das Auftragen des Lehms habe ich euch jetzt mal erspart. Hier ist also die Lehmform mit der dritten Schicht und hier kommen jetzt dann die Stahlringe drauf. Die Ringe werden mit Bindedraht zusammengebunden und das wird dafür gemacht, dass man, falls während des Prozesses der Lehm noch ein bisschen schrumpft, dass man die Ringe noch etwas nachziehen kann. Auch das haben wir bereits in Quellen des 15. Jahrhunderts belegt. Alle Stahlringe sind nun angebunden und was wir jetzt tun müssen, ist dafür zu sorgen, dass die tatsächlich überall richtig anliegen. Die äußere Kanonenform kommt aus Armierungen aus Stahlreifen und aus Stahlstäben, die werden mit Draht verdrillt und dann kommt hier noch eine Lehmschicht drauf und dann ist die äußere Form soweit eigentlich fertig. So, jetzt kommt eine nächste Lehmschicht drauf, damit es besser hält, wird die einmal nass gemacht. Ein bisschen drehen bitte. Und nochmal drehen bitte. Wie ihr seht, sind wir jetzt am Ende dieser Schicht angelangt. Die Form ist im Großen und Ganzen fertig. Alles, was ihr jetzt noch kriegt, ist eine Angstschicht aus Lehm. Die macht der Gießer drauf, weil er Angst hat, dass ihm die Form vielleicht doch kaputt geht. Aber im Prinzip ist die Gussform soweit fertig, dass wir jetzt nur noch warten müssen, bis es außen lederhart ist und dann können wir die Spindel hier ausschlagen. Und haben schon den Teil der Form fertig und im nächsten Teil geht es dann hoffentlich um die Herstellung der Gusskerne,
die hier nachher drin steht, und beim Guss die Kammer und die Pulverkammer abbauen. Hier nochmal ein Abschlussbild von der soweit fertigen Form.